Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise Globale Edition. Auf Alubana ist immer noch 0,5 Stamina für eine Stunde. Ich habe heute, ihr werdet es nicht glauben, wie gesagt, die denken, ich bin verrückt oder so, aber ich habe um die 50 Runs heute gemacht. Wie gesagt, ich habe da einmal die Insel zu runnen, kostet nur 6 Stamina. Wie gesagt, ich saß relativ lange vor dem Handy, das könnt ihr euch schon mal vorstellen. Ja, also wir werden auf jeden Fall ein oder zwei Runs trotzdem nochmal machen. Wie gesagt, das ist jetzt gerade das Ziel. Ich will es eigentlich noch hinbekommen. Ja, also mit einem halben Stamina lohnt sich das einfach. Wie gesagt, ihr bezahlt 6 Stamina pro Inselrun. Ja, bald habe ich wahrscheinlich den, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, auf jeden Fall den Krieger von den Baroque Works, den Quick-Krieger einfach für den Op-Changer, habe ich dann einfach auch schon auf Special Max, auf Special Level Max, obwohl ich das nicht beabsichtigt habe. Wie gesagt, ich führe sie einfach mal rein, dann kriege ich zwischendurch immer mal ein Special Level. Ja, und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das ist Tandem zu Blau oder so, also die kann man definitiv bei, oder gebrauchen, ne? Was wir jetzt aber als erstes machen, ist mal eben die Inseln abklappern nach Schnecken, denn die will ich jetzt, wie gesagt, da ja das Special Event mit den Schnecken ist, würde ich die jetzt erstmal eben ja aufmachen, so dass ihr seht, was ich bekomme, und dann will ich auch nochmal von euch hören in den Kommentaren hier, was ihr so bis jetzt gedroppt habt, ob ihr schon von diesem Special Event was gemerkt habt und irgendwas für euch mehr gedroppt ist. Ich weiß, dass die Anzahl von Colas zum Beispiel zwischendurch erhöht wurde, das ist gar nicht mehr so schlecht. Also diese, da waren zum Beispiel zwischendurch 7 Colas und sowas. Vielleicht hat ja auch bei diesem Event schon jemand Gems bekommen durch die Schnecke. Das kann man ja auch bekommen, 5 Rainbow Gems durch die Schnecke. Das ist natürlich super Jackpot, ne? Da ist es ja immer. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht ein paar Leute irgendwas Gutes gefunden haben bei den Schnecken. Deshalb mache ich das gleich am Anfang raus und dann, ne, nicht, dass ich das dann am Ende da irgendwie wieder vertüdel und nicht in der Folge sagt. Aber das interessiert mich halt gerade irgendwie so ein bisschen am meisten, eben weil das Event am Laufen ist. So, also in der Zeit kann ich ja ein bisschen so eine Story erzählen. Ich war, wenn ihr das, ja gut, relativ lange gestern und heute, wie gesagt, es ging ein bisschen rüber raus, ja, mit Felix und Philipp die Smite gespielt, und sagen wir mal so, wir haben sie wirklich zerstört. Also ich denke, oder die Gegner die ganze Zeit zerstört, wie gesagt, wir haben 3 gegen 3 gespielt, das heißt, wir waren sowieso in der Skype-Conf und wir konnten das Ganze relativ gut, wie heißt es, kontrollieren, oder wir konnten es relativ gut absprechen. Und wie gesagt, wenn man League of Legends Kenntnis hat oder allgemein MOBA-Kenntnisse, ist das halt sehr, sehr nice in Smite. Und ja, das ist einfach nur Hammer. Wie gesagt, wir haben wirklich die ganze Nacht, ich glaube, wir haben 3 Stunden durch, das war, glaube ich, von 2 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens oder so, haben wir wirklich durchgängig alle Mannschaften zerstört. Wir hatten keinen Loose. Also jetzt gucken wir uns nochmal die letzten an und dann geht's zu Miss Doppelfinger. Aber auf jeden Fall, wir hatten keinen Loose. Wir haben auch, wie gesagt, dann haben wir einfach aufgehört nach den 3 Stunden ohne Loose. Wie gesagt, mal gucken, was heute jetzt los ist, und mal gucken, ne, ob die Streak weitergeht oder ob wir mal irgendwann ein Spiel verkacken. Aber wie gesagt, ich bin super happy mit dem Spiel. Jetzt haben da Philipp und Felix auch definitiv, oder sind Philipp und Felix definitiv auf den Hype-Train mit aufgestiegen, und ja, das läuft gerade. Ich bin ja gespannt, wann die nächste Insel angesagt wird. Das habe ich ja auch schon, wie gesagt, die letzten paar Mal erwähnt, dass die Insel ja eigentlich nicht mehr lange, ja, dass das Announcement für die Insel nicht lange weg sein kann. Ich denke wirklich, dass das Ganze nach Enel passiert, und ich, wie gesagt, ich könnte mir denken, dass dann auch schon die Sockel, sozusagen mit dem Update dann gegeben werden, also das Datum für die neue Version. Wie gesagt, sonst wird es definitiv im Februar passieren. Wie gesagt, ich sollte nicht definitiv sagen, weil ich nicht bei Bandai arbeite, aber ich hoffe, ihr versteht, wie das mein, von der Zeit her dürfte das eigentlich so der letzte Termin sein, wo ich wirklich sagen würde, ja, das macht Sinn. Und ja, wir gehen einfach mal rein in Anomama. Wie gesagt, dasselbe wie immer, die Double Finger Farm, ja, das ist einfach so auf dem Plan. Wie gesagt, ich brauch's für Enel, ne, damit ich da lockerer durchkomme und halt diese letzten 20% von Enel wegbürsten kann. Falls es jemand gestern nicht angeguckt hat, ich kann es verstehen, dass das Enel-Guide ist lange, das ist 46 Minuten lang, aber da habe ich wirklich alles gecovert. Also da sollten wirklich keine Fragen am Ende mehr offen sein, wenn er das Ganze angeguckt hat. Also ich habe wirklich alles durchgenommen. Einfach mal angucken,
Es dauert lange, aber ihr solltet dann richtig ready sein. Ihr solltet kein Problem mehr haben. Also eigentlich, ihr solltet auf alles eingestellt sein. Alle Stages wisst ihr. Ihr wisst, wo ihr was zünden müsst. Also ist eigentlich... Ne, was will man mehr? Ihr seid also hundertprozentig vorbereitet, wenn ihr das seht. Ne, also... Das ist wirklich reinziehen, wenn ihr genug Zeit habt. Wie gesagt, es ist Sonntag. Kann man das mal chillig nebenbei anmachen und dann, oder was weiß ich, auf dem PC anmachen und dann nebenbei One Piece Treasure Cruise spielen. Das ist ja immer, ne? Das ist ja das Gute. Aber viele von euch werden das natürlich auf dem Handy angucken, ne? Für die läuft das dann halt neben irgendwas anderem nebenbei. Also, ja, das kann man auf jeden Fall auch ohne. Ja, ohne Bild anhören, aber das Bild gibt natürlich immer noch die visuelle Hilfe dabei und ja, Bilder sind auf jeden Fall immer vorhanden, vor allem für jede Stage, das ist halt das Gute, ne? Also, ja, Double Finger ist ein bisschen enttäuschend, schreibt gerade, aber hey, ne? Mischisch Double Finger, ne? Man ist jetzt schon fast wie so, wie so meine Nemesis, ne? Die will einfach nicht droppen, meine Nemesis, Mann. Ja, aber ich farm hier jetzt auch gerade mit 1%, deshalb kann man nicht wirklich viel erwarten, aber, ne, die Runs gehen halt nach einer Zeit, merkst du das gar nicht mehr, wie die Runs verfliegen, das ist einfach wirklich so, du denkst ja einfach, okay, schon wieder ein Run vorbei und schon wieder nicht gedroppt, weißt du, du bist schon gar nicht mehr traurig oder so, dass sie nicht gedroppt ist, du sagst einfach so, meh, ich freue mich schon immer, wenn der Barockwork Macker da droppt, dass ich sein Special... dass ich wieder schon so ein Special-Up habe. Das war, also, wie gesagt, es ist halt einfach so, jetzt sind schon so die kleinen Sachen. Freut man sich schon drüber, ne? Aber mit halbem Stamina kann man sich das, also kann man jetzt hier wirklich den Arsch abfarmen, ne? Ich saß da wirklich, also ich hätte mit ein oder zwei Gems hätte ich wahrscheinlich den ganzen Tag durchspielen können. Ne? Also so ist es wirklich. Das ist halt so, ne? Das ist halt, das ist die Schönheit an den halben Stamina. So. Double Finger. Du alle Double Finger, ja? Da gibt's ja gar kein Schimpfwort mehr, was dafür jetzt passt. So. Zack und zack. So. Ja, Kid brauchen wir gar nicht mehr zu zünden. Das Gute, wie gesagt, mit dem Striker-Team geht das relativ schnell. Und das habe ich so in letzter Zeit auch gemerkt. Schade, dass so wenig Leute Kid draußen haben. Wäre natürlich schneller, dann geht also das geht wirklich schnell, so ein Striker-Team. Ne? Also 1A. 1A. Ja, das merkt man dann schon eine Weile zu setzen und sonst mache ich das Ganze immer mit Mihawk und mit einem, ja, mit ein paar roten Slashern da drinne und wieder ein paar grüne einfach für den Riesen auf der vorletzten Stage. Aber sonst macht das auch nicht wirklich große Probleme. So, nochmal. Nochmal, wie gesagt, ihr seht, das sind 6 Stamina, ist gar nichts. Ne, auf 105 Stamina. Denn ein, wie gesagt, ihr macht, das dauert echt lange. Ne? Ich habe da, ich glaube, allein mit der Regeneration, ich habe einen Gem verbraucht und wie gesagt, ich war schon fertig. Ne? Ich hatte den Namen da schon durchgeplant. Also das ist wirklich, ja, da kriegt ihr genug Spielspaß raus. Ne? Wenn ihr Spielspaß sucht für einen Gem, dann bei halbem Stamina irgendwas farmen, da bekommt ihr definitiv eure Spielzeit raus. Das sind wahrscheinlich dann die meiste Spielzeit für, was sind das? 88, 89 Cent, die ich je gesehen habe. Ne, also, ne, der Spaß liegt dann auch wieder im Auge des Betrachters, wenn es droppt oder nicht. Wie gesagt, wenn es droppt, waren es die besten 89 Cent eures Lebens. Wenn nicht. Ne? Und wenn es ein Free Gem war, habt ihr das Ganze sogar umsonst bekommen. So, kleiner Cut, das soll uns aber nicht stören. So, zack und zack und zack. Bam und bam. So, wie sieht's jetzt aus? Im Endeffekt kann man das nur so hochhypen. Ne? Es ist halt wie es ist. Es ist immer Double Finger Farm. Ne? Und ihr seht das jetzt immer so, keine Ahnung, 2 bis 3 Mal pro Video und bei mir ist das dann einfach so, das sehe ich dann den ganzen Tag. Oder meistens halt, wie gesagt, wenn irgendein großes Event ansteht, aber irgendwann ist der Tag, da droppt sie und dann ist es alles wert gewesen, ja? Da sind es alle Trouble der Welt, alle Probleme der Welt sind weg,
denn Miss Doublefinger ist gedroppt, ja. Ja, aber dieser Tag, den werden wir wahrscheinlich erst in der Ferne sehen, ja. Das wird erstmal wahrscheinlich nicht so früh sein. Ich denke mal, wenn sie irgendwann droppt, dann wird es wirklich bei einem Doppel... beim Double X, nee, nicht beim Double X, viel bei einem Double Drop Event passieren und nicht jetzt random bei halbem Stamina oder so, weil irgendwie muss man dann ja auch auf die Chancen drauf achten, ne? So. Zack. Stinger Stomp. Wie gesagt, das ist einfach nur immer der Orb Change und der bisschen Damage. Wie gesagt, ich komme jetzt nie irgendwie groß in Bredouille, irgendwie einen Run zu verlieren, deshalb macht das auch Ganze nicht wirklich spannend. Also, wie gesagt, man prescht da einfach so schnell wie möglich durch, das ist aber halt Farming, ne? Das ist Farming einfach erklärt. Ja, also ich, wie gesagt, ich farm weiter, ich farm, bis ich sie irgendwann drop. Ich will jetzt auch zwischendurch nichts anderes farmen, denn höchstwahrscheinlich, wenn ich dann irgendeine andere Stage aufmache, dann droppt der instant und dann rege ich mich mega auf. Also, hey, ne? Warum nicht? Warum nicht? Darum nicht. Ah, also ich bin gespannt. Wie gesagt, das Enel-Guide, das hat richtig lange gedauert, da aufzunehmen und zu verarbeiten. Wie gesagt, das waren 46 Minuten allein am Video. Dann könnt ihr euch schon denken, was das Verarbeiten gedauert hat. Und Uploading. Gut, Uploading ging, weil meine Internetleitung sehr, sehr gut ist. Also ein Plus. Ne? Aber wie gesagt, alles, damit ihr da die perfekten Informationen habt zum Reinkommen und ne, damit ihr einfach nicht wirklich Probleme habt. So, ihr seht schon, die häufen sich jetzt wieder so langsam an. Da geht der Box Space dann flöten. Ja. Aber meistens, ja, hier. Zwei haben wir nochmal da, die werde ich gerne mal reinfusen. Ich glaube, ich weiß nicht, was er jetzt für ein Special Level hat. Wir können das mal eben angucken. Wo ist er denn? Und was ein Special ist, nicht, dass ich jetzt irgendwie Flachs erzählt habe. Ja genau, Tandem zu Quick und ich habe ihn schon auf Special Level 6 von was weiß ich, Special Level 6 und ich weiß nicht, was sein Max ist, aber ich denke, bald sollte er es erreicht haben. Aber auf jeden Fall hat man ihn ready, wenn man ihn braucht, dann hoffentlich. So, dann gehen wir in der Nummer 2, mal gucken, ob wir ein Special abbekommen. Wie gesagt, das ist voll random, wir haben jetzt irgendwie 20% Chance mit 2 Stück. Also wenn wir jetzt eine bekommen, dann ist es mega lucky und keine bekommen. Das war zu erwarten, ne? War als relativ durchschnittlich. So, gestern im japanischen Part war ja Sugo-Fest auf Japan und deshalb habe ich da nochmal einen Pull gemacht. Also falls ihr das Ganze auch nochmal sehen wollt, dann einfach nochmal da vorbeischauen. Ja, das wird die Quest sein. Wie gesagt, das wird jetzt mein Mount Everest sein, ja? Diese Double Finger zu droppen, das wird meine Aufgabe sein. Und wenn ich die erreicht habe, dann kommt Mr. 1 dran. Dann kommt Mr. 1 dran und das kann doch wie lange dauern. Also, wir werden irgendwie nie Probleme haben, irgendwie groß was zu finden, womit wir uns begnügen können, ja, oder womit wir uns vergnügen können. Aber Mr. Doublefinger, ja, irgendwann bist du auch dran und dann kriegen wir dich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wie immer, falls dir das Video gefallen hat, einfach den Daumen nach oben drücken. Ja, falls ihr irgendwas in den Kommentaren fragen wollt, wie gesagt, ich habe letzter Zeit aufgehört, warum farmst du Miss Doublefinger? Die kann ich relativ einfach beantworten. Wie gesagt, ich brauche sie halt für ein Burst-Team bei Enel. Ja, falls ihr sonst noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben und ja. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken. Und ja, wenn ihr auf mobil seid, dann bekommt ihr immer eine kleine Benachrichtigung oben. Wie gesagt, kennt ihr auch von Spielen. Genauso ist das Thema YouTube. Und falls ihr am PC seid, findet ihr meine Videos immer in der Abo-Box. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis denn und ciao.